Hier ist ja alles jetzt hingeballert, ne? Unhöflicher Typ. Nein, habe ich nicht vor. Das sind immer Gefängnisse, okay? Nein. Vor allem nicht das DOP. Ich habe noch nie von irgendetwas gehört. So, was haben wir denn hier noch in dem District? Ein paar Scherben, die wir uns auch direkt holen. Weil wenn wir schon dabei sind, machen wir es ordentlich, oder? Kein Problem. So. Dann haben wir hier hinten. Nehmen wir erstmal den jetzt. Ein Versehen. Der braucht Hilfe. Bin noch da. Dr. Danson ist noch da. Alter. Ich bin heilfroh, wenn ich das nicht sehen kann. Da ist das Ding abgestürzt und dann geht erstmal die halbe Straße in die Luft. So. Big Sales. Ja. Wo bin ich denn? Charlie 5, alles ganz normal. Oh.
Oh, Alter. Muss dich nicht töten, Alter. So, habe ich denn jetzt die Drohne bekommen? Ja, habe ich. Auch gut, hat die überhaupt nicht interessiert, dass ich da gerade so eine Drohne ausgesaugt habe. Jetzt machen die immer direkt einen Hehl draus, ne? Erzähl mal besser, ich helfe dir. Das fühlt sich. So, ja, das fühlt sich gut an. Das freut mich auch wirklich. No. Jetzt muss ich extra da oben lang. Wir befreien jetzt auf jeden Fall noch mal ein paar nette Leute hier. Zack. Thank you.
So. Weiter geht's. Was haben wir denn? Wir haben alles in diesen drei Gegenden gefunden. Haben wir noch 1, 2, 3, 4 vor uns. Ist die Welt so klein oder täuscht das nur? 36, Geheimagent. Aber ich habe hier alles. Das wundert mich, dass ich hier nichts weiteres machen kann, ne? Dann gehen wir mal zur Hauptmission. Okay, und tschüss. Musste ich. Tut mir leid. Du bist ein Monster. Lief doch gut, oder? Finde ich zumindest. Was kippt ihr hier einfach um oder was ist mit euch? Die ganze Zeit sowas wie Angst haben, aber dann trotzdem, ich will ein Kind von ihnen. Was wäre die Erklärung dafür, wenn ich von manchen Conduits, wie zum Beispiel Hank, die Kraft übernehmen könnte, aber nicht von anderen, wie zum Beispiel einem dieser DUP-Soldaten? Oh Gott, du hast es also doch versucht. Hey, ich will kein, ich hab's dir ja gesagt, hören, Wretch. Ich will nur eine Antwort. Was ist das für eine Kletterei?
Nicht hatten okay. Die DOPs die Dinger nicht lahmgelegt? Anscheinend nicht. Naja, ich schätze, hypothetisch, theoretisch kannst du nur Conduits die Kräfte entziehen, die sie von Natur aus haben. Oberste Conduits wie Hank oder hoffentlich Augustine. Die DOP-Typen haben schwächere Kräfte von Augustine, also können sie sie nicht an dich weitergeben. Das heißt also, wir müssen weitermachen. Verstanden. Treib's nicht zu weit. Und nächstes Mal, leg mich nicht an, okay? Vertrau deinem Bruder etwas mehr, ja? Mann, von drin ist das ja noch hässlicher. Das werde ich schön wegpusten. Hallo, hier ist Betty. Wo steckst du? Oh, hi Betty. Ich bin an der Space Needle. Oh, na, dann melde ich mich später. Bring mir eine Postkarte mit. Okay, wenn der Souvenirladen auf hat. Tschüss, Betty. Mach's gut, Schatz. Okay, lieber nicht abstürzen. Nee, besser ist, wenn nicht, was für eine Wohltat für meine Augen. Oh Gott. Schon viel besser. Ich bin auf dem Aussichtsdeck. Fühl dich nicht so sicher. Hä? Hoppala, das wollte ich gar nicht. Dann weiter nach oben. Mach weiter. War too much. Okay, dann steche ich der Needle mal das Auge aus. Hm. Und das hier hält wohl alles zusammen. Was? Henker! Dich kenne ich ja noch gar nicht. Was ist er denn? Rich, Mann, wir haben hier oben eine Armee. Gut, bist du da ja richtig. Boah. Oder die wollen bloß nicht, dass jemand mit ihrem Zeug spielt. Konzentrier dich, Delson. Siehst du eine Chance, die Kommunikation lahmzulegen? Ja, ja, da ist so eine Ankerwinde. Die scheint alle Antennen zu halten. Aua. Oh, ne. Das kann doch jetzt nicht sein. Was war denn das so plötzlich am Laggen? War es das schon mit dem oder was? Ich glaube, so wird das nichts. Neue Kräfte haben noch niemals geschadet. Ziehe den Kernrelease. Welchen Kernrelease? Den anscheinend. Oha, was kommt jetzt?
Boah. Das wird absolut fantastisch. I hope so. Wollen wir mal gucken. Und? Noch gar nicht so schlimm. So. Ist das nicht besser? Nicht der Kick. Drücken Sie nach unten, um einen Orbitsturzflug auszuführen. Gute Karma-Strähnenanzeige. Verdienen Sie sich eine Karma-Strähne, indem Sie Gegner besiegen. Wenn Sie Zivilisten verletzen, endet die Strähne. Sobald Sie eine volle Strähne haben, drücken Sie nach unten, um einen Orbitsturzflug auszuführen. Da scheint wohl irgendwo noch jemand zu sein, den ich betäuben kann. Oder auch nicht. Ankerlichten. Hallo Science Center District. Kontakt verlor. Hört ihr mich? Ich empfange gar nichts. Du? Nichts außerhalb unseres Gebietes. Los, suchen uns ein paar oberste Conduits und holen uns neue Kräfte. Die Straßen gehören uns. Krieg dich ein. Ein paar Straßen in unmittelbarem Umkreis, okay? Das DUP kontrolliert noch 98%. Aber wir haben sie von der Space Needle gekickt, Mann. Ihr Kommunikationszentrum ist zerstört, okay? Sie sind vielleicht taub, aber nicht blöd. Das DUP komplett aus Seattle zu vertreiben, braucht Zeit. Wir sind gerade angekommen. Ja, du weißt doch, was man sagt. Eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem einzigen abgefahrenen Tag. Wer sagt das? Die Chinesen? Stimmt, sagen die das. Was kann ich denn jetzt wählen? Mein Symbol. Dann nehmen wir das hier. Was ist das? Hey Reg, siehst du das von da unten? Hast du Witze? Das kann man noch in Portland sehen. Das DOP soll wissen, dass ich hier bin. Wer zum Teufel ist das? Der war nicht bei den dreien, die geflohen sind. Ja. Die alte Tante. Mission abgeschlossen. Spießrutenlauf. Cool. Und ein Upgrade verfügbar. Gehen wir gleich mal rein und gucken. Was haben wir denn da? Also hier ist nix, aber hier oben. Sprint besiegen. Sprinten Sie mit Kreis auf einen sich ergebenden oder hustenden Gegner zu und drücken Sie dann schnell Dreieck, um ihn zu besiegen und gutes Karma zu erhalten. Okay, machen wir. Cool. Cool, aber was bedeutet dieses Symbol? Weiß nicht. Der Bannermann war schon weg, bevor die DUP-Verstärkung kam. Dalton, ich habe mich nach den entflohenen Bioterroristen umgehört. Meinst du, ich brauche einen PR-Manager? Was zum Henker redest du da? Die Leute hier nennen mich Bannermann. Und das klingt ja wohl echt mehr als lahm. Ist vielleicht nicht die beste Idee, dich jetzt an der Space Needle rumzutreiben. Ich meine, warum nicht der rauchtastische Typ oder nur der Raucher? Hör zu. Ich versuche weiter, die entflohenen Bioterroristen zu finden. Leg du doch da noch ein paar DUP-Operationen lahm, bis ich mich wieder melde. Seattle von der Besatzung befreien. Vertreiben Sie das DUP aus der Stadt. Viertel für Viertel. Verringern Sie seine Kontrolle, indem Sie Viertel neben Mission abschließen. Mobile Kommandozentralen zerstören, DOP-Ausrüstungsbefestigungen zerstören, versteckte Kameras und Geheimagenten entdecken, Verfolgerdrohnen zerstören, um ihre Energie entziehen, inspirierende Kunstwerke sprühen. Okay, habe ich schon gemacht. So. Dummerweise, ich wollte Neid zu Drogen, ein Achievement. Ich wollte jetzt sagen, was hat der denn in der Hand? So. Dann haben wir hier jetzt noch ein paar Sachen, die wir machen können.
Und zwar den Geheimagenten, eine Kamera und was besprühen und irgendwelche Geheimakten. Dann nehmen wir jetzt erstmal den Geheimagenten. So,